Okay, weiter in das Video. Das ist eine Stunde alt. Willkommen bei den besten News in YouTube Deutschland. Herzlich willkommen zu den Cake News. Ich sehe so aus, weil wir ein Fußballspiel hatten und ich musste 90 Minuten durch. Ich finde es aber auch geil, warum er erklärt, warum er so aussieht. Das mache ich auch immer, wenn ich irgendwie so ein bisschen wasted aussehe. Sage ich immer, ey, ich sehe so aus, weil das und das. Aber ich habe auch ein Tor geschossen. Jungs, Jungs, Jungs. Jetzt fangen wir aber erstmal an. Miki TV belügt seine Zuschauer. Momentan gibt es ja immer wieder krasse Angebote von Kick, die einigen Streamern vorgelegt werden. Miki TV hat jetzt in einem Video erzählt gehabt, dass er von Kick einen Deal über 8 Millionen Euro bekommen hat, was er allerdings abgelehnt hat. Einige Streamer denken sich ja irgendwelche krassen Verträge aus, damit die dann quasi sagen können, ja, ich hätte so viel Geld bekommen, aber ich unterstütze kein Casino, denn ich bin so ein toller Typ. Das Guru ist sehr gut mit... Ich war immer ehrlich zu euch. Kick habe ich noch keinen Deal bekommen. Kick ist und sich da auch ein bisschen auskennt, hat er es in Frage gestellt, ob Miki TV wirklich 8 Millionen Euro angeboten bekommen hat. Er meinte, wenn Miki TV das Ganze beweisen kann, dann würde er 10.000 Euro spenden. Wenn du es für Geld machen würdest, wäre der Casino Kick die schon längst angenommen. 8 Millionen habe ich abgelehnt. Ich spende 10.000 Euro an eine Hilfsorganisation seiner Wahl, wenn Miki mir das Angebot zeigt, dass er 8 Millionen offiziell angeboten bekommen hat von der Glücksspielseite selber. Miki TV ist dann nochmal darauf eingegangen und hat gesagt, wenn er noch eine Null mehr dranhängt, dann würde er das machen. Und Skuros hat auch direkt darauf geantwortet. Also 10k. Er soll eine Null ranhängen. Beim Angebot will ich eine Null dran, dann gehe ich der Sache nach. Da versuche ich da was. Weißt du was, Miki? Ich nehme das Angebot an. Ich hänge eine Null dran. Ich spende 100.000 Euro Ach du Scheiße. An eine Hilfsorganisation deiner Wahl. Wenn du mir privat zeigst, dass Kick-Steak dir ein 8 Millionen Euro Angebot gegeben hat. Und Skurus guckt mir gerade auch wieder in die Seele, Hilfe. Du abgelehnt hast. Ja, das heißt, dass Skurus tatsächlich jetzt 100.000 Euro spendet, Alter. Wenn Miki TV beweisen kann, dass es diesen Vertrag wirklich gegeben hat. Miki TV hat sich bisher dazu komischerweise nicht weiter geäußert, obwohl er ja gesagt hat, dass er den Vertrag zeigt. Fast so, als wenn er seine Zuschauer belogen hätte. Vielleicht hat er aber auch nur vergessen und erinnert sich nach dem Video wieder daran, dass er ja jetzt den Vertrag zeigen wollte. Ich meine, das wäre ja super. 100.000 Euro spenden ist doch super. Kick, habe ich keinen Deal bekommen. Ich habe aber schon Deals von Plattformen bekommen, ne? Von anderen. Na, OnlyFans. Kein Scheiß, mir schreiben voll viele OnlyFans-Organisationen. Hey, willst du 6-stellig im Monat verdienen? Nee, mache ich schon. Spaß. Das war ein Joke. Auf jeden Fall, ich habe schon Angebote bekommen. Aber ich habe losgelassen. Es waren aber auch bodenlose Angebote, muss man sagen. Es waren sehr bodenlose Angebote. Weil es ist super witzig, von allen Angeboten, ich wusste, was andere geboten bekommen haben, war ich die, die am wenigsten bekommen hat. Von allen. Und ich war so, okay. Danke. Nee, ich habe wenigstens von allen bekommen. Die Abmahnung von Shoyoka ist letzte Woche bei mir angekommen und sie ist wirklich absolut lächerlich. Dazu kommt morgen auch noch ein eigenständiges Video, aber ich fasse euch das hier schon mal ganz kurz zusammen. Es ist übrigens gar keine Anzeige gewesen, sondern eine normale Abmahnung. Und da soll ich ab jetzt 5 Sachen nicht mehr über sie sagen dürfen. Und zwar geht es um folgende Aussagen, die ich in einem Cake News gesagt habe. Absolut toxische Person, keine andere Meinung zulässt, in ihren Streams sehr oft zu überhetzend ist, Rufmord betreibt und Falschinformationen verbreitet. Was ich ein bisschen komisch finde, sie hat sich ja vorher darüber beschwert, dass ich sie linksradikal genannt habe und das war eigentlich der Grund für die Abmahnung. Das steht hier aber gar nicht drin, also dagegen geht sie irgendwie gar nicht vor. Noch lustiger ist, dass ich eine Unterlassung unterschreiben soll. Diese Unterschreibung war aber im Brief einfach gar nicht dabei. Die haben den dann allerdings noch nachgeschickt, der ist dann einen Tag später auch angekommen. Aber wie kann das passieren, dass man die Unterlassung nicht in den Brief tut? Die Abmahnung dazu ist wirklich super schlecht. Unter einem Punkt als Ausrede von dem Anwalt, warum meine Behauptung nicht stimmt, hat er geschrieben, unsere Mandantin steht für offenen Diskurs und faires Verhalten. Andernfalls hätte sie beispielsweise den deutschen Computerspielepreis überhaupt nicht erhalten. Das hat wirklich ein Anwalt geschrieben. Ja, mein Anwalt nimmt jetzt auf jeden Fall den gegnerischen Anwalt auseinander und ich werde die Klicks mitnehmen, morgen 18 Uhr. Die Aussage mit dem Preis. Loslassen. Ein Gaming-Preis wegen der Politik. Das macht doch gar keinen Sinn. Macht doch einen Politikpreis. Auch bei Skuros und Shoyoka gibt es ein kleines Update und zwar wird Shoyoka die Unterlassung, die Skuros ihr geschickt hat, nicht unterschreiben. Das bedeutet, dass das Ganze dann jetzt wohl vor Gericht geht. Ich werde euch hier auf dem Laufenden halten. Liv Lloyd hat auf mein Video von gestern geantwortet und das Ganze ziemlich peinlich. Liv Lloyd hat in seiner News-Sendung über Skuros gegen Shoyoka berichtet und hat da sehr viel Müll gelabert. Unter anderem kann er sich vorstellen, dass Skuros der Täter ist, weil... Macht Skuros sowas?
Nun, vielleicht. Er ist ein absoluter Vollidiot und gibt einen F*** auf sowas. Was soll diese Diskussion? Ja, traue ich ihm zu, dass er das getan hat. Warum? Weil er Skurrus ist. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ich mag den Typen nicht, also kann mir schon vorstellen, dass der das macht. Auch über mich hat er gelogen, er sagt über mich das hier. Seine Skurrus und Andrew Tate Fanboy-Brüder, wie, was weiß ich, KuchenTV und die ganzen anderen Peinlo. Wir sind Männer, aber haben einen Kleinen und sind deshalb ultra fragil in unserer Männlichkeit. Diese ganze Bubble. Da ich noch nie positiv über Andrew Tate geredet habe, verstehe ich nicht so ganz, wo das herkommt, aber er mag mich einfach nicht und da sind Fakten dann nicht so wichtig. Er hat sich jetzt auch dazu geäußert und hat auf Twitter erstmal wieder einen Kommentar von irgendeinem Skurrus-Fan gezeigt, der ihn beleidigt hat, im Sinne von, ja guck mal, die sind alle so doof, weil ich habe eine Nachricht bekommen von hunderttausenden Followern. Die sind alle so dämlich. Dazu hat er dann noch gesagt, dass die Aussage mit dem kleinen Penis daher kommt, weil das Experten irgendwie so bestätigt haben, wenn man irgendwie andere kritisiert oder so. Also das, was er da einblendet, macht irgendwie gar keinen Sinn, weil alles, was ich gemacht habe, ist eine Frau zu kritisieren. Anscheinend hat man dann automatisch einen kleinen Penis. Was ich allerdings lustig finde, auf diesen kleinen Minipunkt, der nicht mal relevant fürs Video gewesen ist, macht er ganze Tweets und Klarstellungen auf die richtigen Vorwürfe, was den Rufmord angeht oder auch das, was er über Skurrus sagt. Dazu wurde nicht ein einziges Wort verloren. Also das scheint ihn irgendwie gar nicht zu jucken, aber dass ich ihn dafür kritisiert habe, ist das Schlimmste, was passieren konnte. Finde ich auf jeden Fall super peinlich. Außerdem hat er in seinem neuesten Video auch wieder schlecht recherchiert. Und zwar hat er dort über die Abmahnung gesprochen, die ich von Shoyoka erhalten habe. Und er sagt dazu das hier. Wer hat das geschickt? Shoyoka selber? Das glaube ich nicht. Sich auf so ein Glatteis zu begeben, das wirklich so eine Peinlo-Aktion durchzuziehen, das glaube ich einfach nicht, dass das von ihr kommt. Falls ja, cringe. Falls nein, hat sich irgendein Fan, also irgendjemand aus ihrem Lager dazu hinreißen lassen, so ein Abmahnschreiben oder Fake-Abmahnschreiben zu formulieren. Am Anfang war man sich ja nicht sicher, ob das jetzt echt ist oder nicht, weil die ist halt wirklich super schlecht gewesen. Hättest du aber einfach mal recherchiert und wärst auf meinen Twitter gegangen, dann hättest du mitbekommen, dass ich das schon geproved habe. Ach du Scheiße. Ganz deiner Meinung. Und die Abmahnung wirklich echt ist. Also dieses ganze Thema, ich labere wie 5 Minuten darüber, ist einfach unsinnig, weil es schon klar ist, dass die Abmahnung echt ist. Also gut gearbeitet, LeFloid. Das war's auch schon mit den News. Heute eine etwas kürzere Folge. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye. Hey, ein Video. Guck mal, da kannst du dich sehen. Sag mal hallo. Ich auch ein Foto machen. Ja, das ist ein Video. Das filmt jetzt die ganze Zeit. Perfekt. Was soll man dazu sagen? Ich finde es ja auch schlimm, dass sie gleich über dich hergezogen haben, obwohl du nur ein Popcorn-Emoji geschickt hast. Ich habe sogar nur geschrieben, hier kracht's mit dem Popcorn-Emoji. Es ist so dumm.